Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Wir alle lieben den klassischen Gameboy und das natürlich zu Recht. Aber seien wir mal ehrlich, das System hatte ein großes Problem und zwar den Bildschirm bzw. die fehlende Hintergrundbeleuchtung für diesen Bildschirm. Man musste immer irgendwo unter einer Lichtquelle irgendwie zocken und auch das war immer nicht so ideal. Ganz spät hat Nintendo einen offiziellen Gameboy herausgebracht mit einer Hintergrundbeleuchtung und somit kann man vielleicht auch sagen, das ist der beste Gameboy, der klassisch erschienen ist. Allerdings nur in Japan. In diesem Video schaue ich mir mal das System genauer an und erzähle ein bisschen die Geschichte. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Also, stell dir mal den Gameboy von 89 vor. Ein riesiger Erfolg, der so ziemlich überall beliebt war und für viele ein zeitloser Klassiker ist. Zumindest ja, für mich und wenn du hier zuschaust, dann für dich wahrscheinlich auch. Nintendo hatte da wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Ein tragbarer Spieleklassiker, den man einfach in die Tasche stecken und überspielen konnte. Ob jung oder alt, alle wollten diesen kleinen grauen Kasten mit wunderbaren Spielen haben. Aber naja, wie erwähnt, gab es da ein Problem, der Bildschirm. Tagsüber, bei gutem Licht, war alles super. Aber sobald es etwas dunkler wurde, war es vorbei mit dem Zocken. Da musste man immer eine Lichtquelle suchen, um da einigermaßen gut spielen zu können. Das war natürlich blöd und so wuchs auch die Nachfrage nach einer Lösung. Und Nintendo begann auch darüber eine Version nachzudenken, die man auch ohne viel Licht genießen konnte. Und so kam dann später die Idee für den Game Boy Light. Eine Version mit einem beleuchteten Bildschirm, die dieses Problem endlich beheben sollte. Aber bevor Nintendo den Game Boy Light veröffentlichte, gab es bereits so einige alternative Lösungen auf dem Markt, um das Beleuchtungsproblem des klassischen Game Boys zu umgehen. Einer der bekanntesten war der Light Max, der direkt von Nintendo kam. Dieses Gadget war eine Art Aufsatz, der direkt über den Game Boy Display geklemmt wurde und eine kleine Lampe integrierte. So ein Ding gab es natürlich nicht nur von Nintendo, sondern auch von zahlreichen anderen Herstellern. Meistens war es aber eine Kombination aus Lupe und Beleuchtung. Ja, okay, die Lupe mag jetzt nicht so der Bringer sein, aber die Lampe war ganz praktisch und natürlich aber auch nicht ideal. Der Light Max war eine zusätzliche Übergangslösung, hatte aber auch so seine Nachteile. Er war unhandlich, saugte zusätzliche Batterien und konnte nie die gleiche Bildqualität bieten wie eine interne Hintergrundbeleuchtung logischerweise. Dennoch war er bei Gameboy-Fans beliebt, bis Nintendo schließlich eben den Gameboy Light auf den Markt brachte und damit die erste offiziell integrierte Beleuchtungslösung anbot, die den Light Max bald überflüssig machte. Also zumindest in Japan, bei uns eben nicht. Am 14. April 98, also sehr spät im Lebenszyklus des klassischen Gameboys, man bedenke, ein halbes Jahr später kam schon der Game Boy Color auf den Markt. Allerdings hatten wir in der restlichen Welt eben, wie gesagt, nichts von dem guten Stück. Er erschien tatsächlich nur in Japan. Aber warum erschien er jetzt nur in Japan? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Nintendo hatte einen ziemlich speziellen Plan für das Gerät. Japan war nämlich schon immer das Herzstück der Gaming-Szene damals, vor allem, wenn es natürlich um tragbare Konsolen ging. Die Japaner, die waren große Fans solcher Innovationen und liebten es, die neuesten Technologien auszuprobieren. Also perfekt für Nintendo, um den neuen Game Boy Light erstmal im eigenen Land erscheinen zu lassen und zu testen. Auch die Spielegewohnheiten spielten natürlich eine große Rolle. In Japan waren viele Leute ständig unterwegs und spielten oft auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, wo man nicht nur eine perfekte Beleuchtung hatte. Also, ein Game Boy mit Licht klingt natürlich ideal. In anderen Ländern spielten die Leute eher zu Hause, wo die Beleuchtung jetzt kein großes Problem war. Und dazu kam es, dass es auch noch teurer war, das Ganze für den internationalen Markt zu produzieren. Nintendo musste jetzt also abwägen. Reicht die Nachfrage in Japan aus und wie sieht es eigentlich mit den Kosten aus? Japan war also ideal. Ein kleiner, kompakter Markt, den Nintendo schnell Reaktionen und Verkaufszahlen sehen konnte, ohne gleich eine weltweite Produktion zu starten. Wenn der Game Boy Light jetzt dort gut ankam, wäre es vielleicht eine Überlegung wert gewesen, ihn auch international herauszubringen. Aber ja, Spoiler leider, anscheinend war er dort nicht populär genug, denn wir haben es ja nie wirklich bekommen. Die geschätzte produzierte Zahl ist übrigens bei 700.000 Stück. Die Schätzung beruht auf fortlaufenden Seriennummern und nicht auf offiziellen Zahlen. Nicht gerade wenig, aber auch nicht gerade viel. Aber auf jeden Fall anscheinend gut genug. Okay, so viel also dazu. Wir haben alles geklärt, aber wie sah er jetzt eigentlich aus und wie funktionierte er? Also im Grunde sah der Game Boy Light ziemlich ähnlich aus wie sein Vorgänger, der Game Boy Pocket, und hatte auch im Prinzip dieselbe Größe und dieselbe Haptik. Er ist ebenfalls schlank, handlich, mit einem Design, das
man leichter in die Tasche mitnehmen konnte. Und die große Neuerung, ja klar, wie erwähnt, das beleuchtete Display. Das war ein ziemliches Highlight im wahrsten Sinne des Wortes. Das Display war im Grunde wie ein Pocket, aber Nintendo packte eine schicke Beleuchtung mit hinein. Damit wurde der Game Boy Light also offiziell die erste Nintendo-Konsole, die man auch im Dunkeln benutzen konnte, ohne dass man jetzt auf irgendwelche Lampen oder ähnliches zurückgreifen musste. Die Bildschirmgröße und die Tasten blieben im Vergleich zu den Vorgängern praktisch ja unverändert. Was für viele Fans natürlich ein Pluspunkt war, weil man sich da jetzt auch nicht großartig umgewöhnen musste. Aber jetzt mal zum Herzstück der ganzen Sache, die Hintergrundbeleuchtung. Nintendo benutzte dafür eine elektrolumineszente Hintergrundbeleuchtung, abgekürzt EL. Was bedeutet das? Im Grunde strahlt dabei eine dünne Schicht Licht aus, wenn sie mit Strom versorgt wird. Diese Technik war damals schon cool, weil sie eine gleichmäßige Beleuchtung über den ganzen Bildschirm ermöglichte und nicht nur so ein, zwei kleine Lampen, wo man das halt sehen konnte. Das Licht war also schön gleichmäßig verteilt. Und natürlich hat es aber auch einen kleinen Nachteil, diese EL-Technologie war ziemlich stromhungrig. Deswegen entschied auch sich Nintendo dafür, den Game Boy Light mit AA-Batterien zu betreiben. Die waren leicht erhältlich und mussten öfter gewechselt werden, aber immerhin konnte man so lange spielen, wie man ja genug Batterien hatte. Tatsächlich war die Akkulaufzeit für damalige Verhältnisse gar nicht so schlecht, wenn man jetzt die Beleuchtung jetzt nicht ständig anließ. Das Licht konnte nämlich an- und ausgeschaltet werden, was natürlich praktisch war, um Batterien zu sparen. Im Vergleich zu älteren Game Boy Modellen war der Game Boy Light also ein bisschen energiehungriger. Ja. Logischerweise. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass diese kleine Hintergrundbeleuchtung eben zusätzlich Strom frisst. Nintendo gab an, dass der Game Boy Light mit zwei Doppel-A-Batterien so etwa ungefähr 12 Stunden hielt, wenn man das Licht eingeschaltet hatte. Und bis zu 20 Stunden ohne die Beleuchtung. Also ja, mehr als ausreichend. Vergleich das mal mit heutigen Werten und Systemen. Der Trick mit den Doppel-A-Batterien machte den Game Boy Light auch ein bisschen günstiger im Unterhalt, weil man jetzt nicht ständig auf spezielle Akkus angewiesen war oder ähnlich. Genug der langen Vorrede, kommen wir mal zu der OVP und wie sich das Gerät eigentlich so anfühlt. Also wie ihr seht, ist die Originalverpackung relativ simpel gehalten. Es liegt auch kein großes Spiel dabei oder ähnliches. Es verzichtet irgendwie auf ja, große Versprechungen oder ähnliches. Wenn ich mir die ersten Gameboy Originalverpackungen so vorstelle, da wurde irgendwie die Fantasie mehr angeregt und das sieht hier etwas ja, nüchterner aus. Das ist die Silver Edition, das heißt, der Gameboy hier ist silbern und ja, an den Seiten ist jetzt nicht viel Spektakuläres zu sehen. Und auf der Rückseite, ja, mein Japanisch ist leider etwas eingerostet, aber hier werden, denke ich mal, die verschiedenen Punkte irgendwie genannt. Das heißt, dass das beleuchtet ist, wahrscheinlich hier ist der Batteriebedarf und hier wahrscheinlich, dass es kompatibel ist mit dem Spielen, nehme ich mal an. Das ist die OVP und die Anleitung ist auch sehr spartanisch, sage ich mal. Wobei die irgendwie sehr süß aufgemacht ist. Ich zeige euch hier mal so ein, zwei Beispiele. Beim Durchblättern, das bespricht ja natürlich so ja, das System, wie es ist. Aber ich finde diese kleinen Piktogramme hier, die finde ich schon relativ süß gemacht. Also hier zeigt man natürlich hier, darf nicht im heißen Auto irgendwie aufbewahrt werden und so weiter. Und viel japanischer Text, logischerweise. Hier gibt es wahrscheinlich so ein paar Frage-Antworten. Und ja, über die allgemeine Funktionsweise. Hier diese Piktogramme, Mike, die sind irgendwie süß gemacht. Hier ist ein Schneemann, das heißt wahrscheinlich, hey, soll nicht zu kalt sein, es soll nicht runterfallen und so weiter. Ist auch hier natürlich sehr übersichtlich gemacht, aber ja, deckt das Nötigste, denke ich mal, ab. So, hier haben wir jetzt das Gerät. Wie erwähnt, im Prinzip hat es halt die Game Boy Pocket Maße. Also es ist nicht viel, viel anders. Ihr habt hier vorne die typischen Knöpfe. Wie ihr seht, ist das die silberne Edition. Hier haben wir natürlich hier das Linkkabel, die Lautstärke und natürlich hier ganz normal den Kontrast, den ihr einstellen könnt. Auf der Rückseite, wie erwähnt, haben wir natürlich das Batteriefach mit den Doppel-A-Batterien, die hier entsprechend drin sind. Oben natürlich ganz klassisch das Modul. Und die Besonderheit von dem System ist eben hier der An- und Ausknopf, weil den könnt ihr hier in zwei Stufen entsprechend ja schalten. Das die erste Stufe ist, das zeige ich euch, das ist im Prinzip hier das ganz normale das klassische Gameboy-Erlebnis. Das ist halt wirklich dann ohne irgendwelche Hintergrundbeleuchtung oder ähnliches, läuft entsprechend ganz normal. So viel dazu, das ist keine große Überraschung, aber der große Clou kommt eben, wenn ihr das Ding jetzt komplett durchschaltet. Das sieht hier natürlich jetzt bei der Aufnahme hier nicht ganz so spektakulär aus.
ist ganz klar. Auch die Qualität ist natürlich, ich sag mal, altersbedingt. Es ist halt der klassische Gameboy-Screen, Hintergrund beleuchtet ist. Wie gesagt, das sieht man hier auf der Kamera eben nicht so. Aber ist trotzdem ein super tolles Teil. Aber auch hier, ich habe gerade den Kontrast etwas runtergestellt. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt ganz normal den Kontrast einstellen. Ihr könnt tatsächlich im Dunkeln zocken. Ihr dürft hier allerdings nicht jetzt ein großartiges Super-Display wie in modernen Variationen natürlich erwarten. Aber es ist ein großer, großer Fortschritt, das muss ich sagen. Und dadurch kann man ja wirklich tatsächlich im Dunkeln zocken. Also deswegen würde ich tatsächlich sagen, so von der Haptik und von Aussehen, ist es tatsächlich der beste, originale, klassische Gameboy. War da das große Display-Problem gelöst wurde. Der Game Boy Light wurde leider nicht zum Riesenerfolg. Das lag wohl vor allem daran, dass er erst relativ spät auf den Markt kam, als Nintendo schon dabei war, den Game Boy Color herauszubringen. Wie erwähnt, erschien der ein halbes Jahr später. Der Game Boy Color war bunt und brachte viele neue Spielefeatures mit sich, die natürlich für Fans sehr reizvoll waren. Und naja, Farbbildschirm schlägt halt irgendwie Hintergrundbeleuchtung, für die meisten zumindest. So ein bisschen stand der Game Boy Light also im Schatten seines farbigen Nachfolgers. Außerdem war der Game Boy Light nur für kurze Zeit verfügbar, was ihm im Nachhinein einen gewissen Seltenheits verliehen hat. Nintendo hatte exklusiv für den japanischen Markt produziert und dann auch noch in begrenzter Stückzahl. Das bedeutet, dass der Game Boy Light schon bald ein begehrtes Sammlerstück wurde und auch jetzt ist endlich nach langer, langer Sammelleidenschaft ein System in meine Sammlung geraten und zwar durch ein wunderbares Geburtstagsgeschenk meiner besseren Hälfte. Also, was haltet ihr von dem Gerät? Wollt ihr euch auch einen anschaffen oder greift ihr da lieber auf moderne Versionen mit noch besseren Bildschirmen zurück? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!